And Chinese Vice Premier He Lefang has said that increased cooperation between China and Germany is one way to combat global stagflation. Well, on Sunday, at the start of the third China-Germany high-level financial dialogue, the Chinese officials spoke alongside the German finance minister in Frankfurt. Take a listen. Erstens werden beide Seiten die Zusammenarbeit in der globalen wirtschaftlichen Governance verstärken. Beide Seiten sind damit einverstanden, die Koordination im Rahmen von G20 zu verstärken und den Common Ground, Common Framework für Schuldenbehandlung umzusetzen. Beide Seiten werden echten Multilateralismus praktizieren und das multilaterale Handelssystem, das regelbasiert ist und mit WTO als Kern unterstützen. Beide Seiten werden die internationale Entwicklungszusammenarbeit verstärken, die Agenda 2030 voranbringen und eine stärkere, grünere, gesündere und inklusivere globale Entwicklung. While these discussions, which will also address international debt and macroeconomic trends, are being held just a few weeks after the European Union opened an anti-subsidy probe into Chinese electric cars. Well, on Thursday, German Chancellor Olaf Scholz downplayed concerns that the EU investigation may spark a trade war and instead spoke forcefully in favor of globalized markets that provide an equal playing field for all players. Now, if the EU and China engage in a trade war, Germany is likely to take the most hit among member states. Meanwhile, German finance minister said that both the nations are committed to an open world economy and multilateralism through the United Nations, that is. Well, the International Monetary Fund, the World Bank and the World Trade Organization and the Group of 20. Take a listen. Beide Seiten sind entschlossen, Marktzugangsmöglichkeiten zu erweitern und im Sinne eines Level Playing Fields, also fairer Wettbewerbsbedingungen zu öffnen. Das schafft Chancen auf beiden Seiten für mehr verantwortungsvollen Handel und Investitionen. Und deshalb wäre es denkbar, nicht alle zwei Jahre, sondern jährlich diesen Finanzdialog zu machen, vielleicht auch mit der Einbeziehung privater Akteure. Ich jedenfalls habe es wahrgenommen, am Gesichtsausdruck meines chinesischen Kollegen, dass diese Idee mit Wohlwollen geprüft wird. Und das wäre ja ein weiterer Erfolg dieses dritten hochrangigen Finanzdialogs.